Backstage Tirol Cycling Team, willkommen im Namen des Teams. Wir werden versuchen, euch in der kommenden Woche nach bestem Wissen und Gewissen die Mannschaft vorzustellen, euch hinter die Kulissen blicken zu lassen und euch zu zeigen, wie das ganze Prozedere während dem Tag so abläuft. Viel Spaß dabei! Wer nimmt? Wurscht. Nein, da geht's nicht. Da steht es hinten, oder? Wieso? So siehst du was? Ohne Blosen. Kathi, ausnahmsweise jetzt ohne Blosen. Ich wollte gerade sagen, ich war nicht sehr gut und so. Regen geht schon. Ja, da war ich auch schon. Stupid, really. Ganz, ganz spezielle Maiswraps. Mit der Portomaten. Der Portomaten, eine Mozzarella. Als Unterlag eine crispy Erdnuss-Peanut-Butter. Ein bisschen Salat. Und natürlich gut gewürzt. Damit es nichts an Nährstoffen fehlt. Und schon vorher dann Genuss. Normalerweise riecht man das natürlich mit Handschuhen her und einer Kochhaube. Man greift nirgends mit den Fingern rein. Man greift dann nirgends mit den Fingern. Nie. Zwecks der Hüge nie. Dann wird das super praktisch, ist fertig verpackt. Da ist ein Ofen rauskommen. Eine Flasche, ein Riegel AG. Vielleicht ein Glas Cola. Ja. Und auch einmal im Antier. Ich kann eigentlich auch sonst diese so Cola ist oder was ich meistens im Sack habe. Wie gesagt, schmal und bist relativ schnell aus der Sichtweite an. Hast dann eben die Bergwertung und dann geht es runter zur Donau wieder. Da ist rechts der Parkplatz, wo wir geparkt haben. Und kleiner Stück, wo die Fotos gemacht habt. Ja. Da unten ist die Bühne und dort am 9.5. Meine Damen und Herren, die Fahrer von der Tirol-Mannschaft sind mit der Startnummer 131 Patrick Bossmann, mit der Startnummer 132 Clemens Fankhauser, mit 133 Dominik Rinkhoff, 134 Gregor Mühlberger, 135 Stefan Praxmacher, 136 Florian Schimpflinger, 137 Martin Weiß und 138 David Hörer. Ausreißer des Tages jetzt zu treffen, in einem Überraschung in seinem Zimmer und ein bisschen befragen, wie das heute so war. Hallo? Da liegt er. Weite! So. Erzähl uns und den Fans, wie das heute war für dich. Wie das zustande gekommen ist, wie es in der Gruppe war und wie du das siehst. Also, der Tag hat recht heiß angefangen. Es ist dann noch ein bisschen heißer geworden und der Tag hat dann noch mal heißer geendet. Ich bin in der Gruppe gefahren den ganzen Tag. Es war sehr schön, sehr heiß. Ich habe dann versucht, ich meine, dass ich keine Gazelle bin, das wissen wir ja alle. Ich habe dann kläglich versucht, noch auf das Bike-Trikot zu fahren, es ist leider nichts geworden. Aber ja, ich bin total zufrieden mit meinem Tag. Ja, genau. Und noch eine Ergänzung zum heutigen Tag. Das habt ihr mir am Start über die hohen Laufräder angesprochen. Warum bist du der Einzige mit breiteren Laufrädern? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die niedrigen, das sind nichts für mich. Die passen einfach nicht zu mir. Sei mal ehrlich, was? Sag einfach, und ich will nicht laufen und mit den niedrigen nicht aushalten. Ich bin natürlich schon gewusst, eigentlich fahre ich immer. Aber ich meine, wenn ich den ganzen Tag fahren fahre, dann brauche ich schon hohe Laufräder und kann nicht mit den niedrigen fahren.
Nur, dass das jetzt auch noch Bordsteig ist, gell?